Dann stelle ich mal die sehr, sehr offene Frage. Wie fällt die Bilanz dieses Spiels aus? Vermutlich nicht ganz schlecht nach so einem deutlichen Sieg. Ja, 5 Tore klingt gut. Das Gegentor hätten wir gerne vermieden. Leistung insgesamt, erste Halbzeit top. In allen Spielphasen gut, finde ich. Gegen den Ball sehr gut, mit dem Ball sehr gut. Gute Passschärfe, gut den Ball bewegt. Möglicherweise noch die ein oder andere Chance mehr wäre dann vielleicht noch mehr Ausdruck gewesen, denke ich. Aber 3 Tore ist ja auch nicht so schlecht. Standardsituation für uns genutzt, Standards gut verteidigt. Also wirklich eine top erste Halbzeit, gut gegen den Ball, gut auf Ballverluste reagiert, gute Ballgewinne, Umschalttor gemacht, auch kurz vor der Pause. Zweite Halbzeit dann eine Phase, ja, mit dem 3-0. Klar, Freiburg kommt, wechselt zweimal, bringt dann schon auch nochmal eine andere Energie auf den Platz. Dort haben wir dann mit dem Gegentor natürlich nochmal die Tür aufgemacht, unnötigerweise. Haben wir auch ein bisschen in 2, 3 Situationen nochmal was zugelassen, was wir hätten vermeiden sollen besser. Und dann haben wir aber mit dem 4-1 spätestens, glaube ich, nochmal eine Phase gehabt, in der wir sehr, sehr dominant und gut waren. Noch 2 schöne Tore geschossen. Und insgesamt ein verdienter Sieg, denke ich. Ja, und dementsprechend ist das heute ein guter Abend.